Zugang zum Dach. Des Commonwealth. Was? Was zum Teufel? Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die sterbende Bruderschaft. Jetzt aber mal gespannt. Musik nonstop und alle aktuellen Nachrichten. Ihr hört Diamond City Radio. Gute Nachrichten sind im Commonwealth oft Mangelware, Leute. Also freue ich mich, euch hier eine kleine gute Nachricht präsentieren zu dürfen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die hinter vorgehaltener Hand über den Verbleib des besten Detektivs von Diamond City getuschelt haben, kann ich euch beruhigen. Nick Valentine ist wieder in der Stadt und es geht ihm offenbar blendend. Auch wenn es nur wenig Informationen darüber gibt, was mit ihm los war, bin ich persönlich froh, dass er wieder hier ist. Und das in einem Stück. Und wenn es noch mehr gute Nachrichten gibt, dann hört ihr sie zuerst hier auf Diamond City Radio. Der coole Sound von Diamond City Radio wird euch präsentiert von Talons Keller. Die neueste Mode für Diamond City seit mehr als 10 Generationen. Verdammt.
Leck mich, Mann. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Thank you.
Was? Dumm wie Brot.
Wenn du meinst. So sieht's aus. Warum ihr dummen Menschen immer kämpfen? Sieg für die Bruderschaft. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pridwin abschaben. Von außen. Wenn du meinst. Hey. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Das ist mal eine echte Herausforderung. Und wo liegt das Problem? Wollen was von meinem Angebot haben? Ich werde mich ganz genau umsehen. Hey, Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage.
jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Weißt du, eine Schrotflinte ist eine gute Versicherung gegen Raider, aber ich habe hier eine Menge anderer Möglichkeiten. Was meinst du damit? Hey, Arturo. Ich habe Knarren. Oder willst du lieber was für den Nacker? Klar, ich schau mal, was du hast. Für jeden was dabei. Komm schon, Nikki. Ich will nur deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Sie ist meine Klientin, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Oh, unser Blechkamerad weiß nicht, wie er in seine Fabrik zurückkommt? Nein, das ist mir wohl entgangen, als sie mich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt haben. Hör zu. Leider weiß ich nichts. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen, aber kann es sein, dass er inzwischen nicht mehr zu sprechen ist? Wir können mit ihm reden. Wie wär's mit einer kleinen Seance? Eine echte Sackgasse, hä? Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich weiß nicht, Nick. Das klingt ziemlich extrem. Du redest mit einem Sünd. Ich bin ziemlich extrem. Vertrau mir einfach. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier,
hatte Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nur machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Er rettet ein, zwei Leute und schon vergessen alle, dass er ein verdammter Synth ist. Synths sind hier ein ziemlich heikles Thema. Und zwar an jeden und von jedem. Außer Synths. Synths sind hier nicht erwünscht. Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Löst hier eure Rezepte ein. Bei mir gibt's hochwertige Camps. Lest in der neuen Ausgabe Der Blick eines Fremden auf Diamond City. Sind wir noch das grüne Juwel? Anscheinend will Ellie mit uns reden. Wir sollten bei nächster Gelegenheit zurück zum Büro. Ja, Sir. Verdammt. In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Klar, ich schau's mir an. Ich helfe gern. Das war's dann wohl für dich. Verfluchte wilde Bude. Ja.
Ja. Ich helfe gern.
Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Good Neighbor. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt hier durch. Ist es so schlimm? Hey, was kann ich für dich tun? Schau dich um. Hey. Hm? Hi. Tja, das Institut hat eine Menge Feinde. Die Minutemen haben sich mit ihm angelegt und die Railroad tut's noch immer. Und dann sind da noch diese Emporkömmlinge, die stählerne Bruderschaft. Du hast die Railroad erwähnt. Angeblich bieten sie entflohenen Zins Schutz vor dem Institut. Aber sie sind verschwiegen. Extrem paranoid. Dazu fällt mir nur ein Gerücht ein. Eine Art Parole. Folgt dem Weg der Freiheit. Das Luftschiff der Bruderschaft ist kaum zu verfehlen. Die stählerne Bruderschaft ist nicht gerade zurückhaltend. Angeblich nehmen sie sich einfach, was sie brauchen. Ganz besonders Hightech. Sie könnte stark genug sein, um dem Institut einen harten Kampf zu liefern, aber sie sind, sagen wir so, sie haben ihre eigenen Vorstellungen. Was weißt du über die Minutemen? Weißt du noch, die Gruppe, die du in Concord gerettet hast? Soweit ich weiß, sind das die letzten Minutemen im Commonwealth. Ursprünglich eine Freiwilligenarmee zum Schutz von Freunden, Familie und Nachbarn. Klingt eher harmlos, aber die waren mal ziemlich mächtig. Machen wir uns auf den Weg. In Ordnung. Hey. Schieß los. Hi. Hey, hier, damit du wach bleibst. Funktioniert bei mir immer. Höchste Zeit, dass wir uns voneinander trennen. Klar, ich gehe dann mal nach Hause.
Peace, Schwester. Ja, denke schon. Lady, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst.